Hat Einstein wieder einmal recht gehabt? Der Gedanke eines schwarzen Lochs, das alles und jeden, also einfach die gesamte Materie in sich aufsaugt und auch nie wieder rauslässt, nicht einmal das Licht selbst, klingt gruselig und ist es für viele vermutlich auch. Die Existenz der schwarzen Löcher ist ja auch bewiesen. Wir haben es sogar geschafft, das erste Bild davon zu erstellen. Aber habt ihr schon mal von der Theorie der weißen Löcher gehört? Weiße Löcher sind im Prinzip das genaue mathematische Gegenteil eines schwarzen Lochs. Einfach gesagt, also eine Gleichung mit zwei Lösungen. Dementsprechend würde es bedeuten, dass ein weißes Loch Materie ausspuckt und nichts wieder hineinlässt. Also ein Ort in unserem Universum, wo im Zentrum eine Singularität besteht. Es gibt beispielsweise die Theorie, dass das berühmte Wurmloch hierbei auf der einen Seite aus einem schwarzen Loch und auf der anderen Seite aus einem weißen Loch entstehen könnte, sodass hier also die Materie beispielsweise in einem anderen Teil des Universums oder sogar in einer anderen Zeit wieder ausgespuckt werden könnte. Einstein hat weiße Löcher bereits in den Anfängen des 20. Jahrhunderts mathematisch prognostiziert und bisher wurden fast alle seiner Theorien früher oder später durch die Wissenschaft bewiesen. Also abwarten und Tee trinken.